Herzlich willkommen zu diesem Tag. Ich weiß, in letzter Zeit habe ich verdammt viele Tags, die ich drehe, aber ich drehe sie ja auch gerne und ich freue mich auch, dass ich von anderen Leuten getaggt wurde. Und wie ihr sehen könnt, ist das der Ab in den Frühling Tag und ich wurde getaggt von Beauty Butterflies. Ich weiß jetzt auch nicht, wie oft ich das Wort Tag und getaggt in einem Satz schon gesagt habe. Ja, direkt zum Anfang, ich habe keine Ahnung, wer diesen Tag noch nicht gemacht hat, da der schon sehr viel rumgegangen ist und ich ihn schon bei sehr vielen Leuten gesehen habe, denen ich folge. Deswegen fühlt euch einfach getaggt, wenn ihr den noch machen wollt, weil ich habe gerade wirklich gar keinen Überblick. Aber wie der Name schon verlauten lässt, geht es hier um frühlingshafte Fragen, wo ich natürlich wieder einige Bücher zu raussuchen sollte und deswegen starten wir auch direkt mit Frage 1. So, Punkt 1, Frühlingsanfang. Auf welche Neuerscheinung freust du dich besonders? Ich sage an der Stelle ja ständig bei Neuerscheinungen, dass ich mich auf den dritten Band von der Elfenkrone-Reihe freue von Holly Black. Aber diesmal dachte ich, ich nenne ein anderes Buch. Vielleicht kennt ihr ja dieses schöne Büchlein hier, Love to Share von Beth O'Leary. Da kommt auf jeden Fall auch ein neues Buch der Autorin raus. Das heißt, glaube ich, ich habe es mir vorhin noch angeguckt, Time to Love, glaube ich. Und da geht es ja wohl irgendwie um eine ältere Person und eine jüngere und ich habe schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, was der Inhalt war. Aber ich weiß, es hat mich interessiert, es war glaube ich auch irgendwie ein bisschen was mit, was mich interessieren könnte. Hoffen wir mal, dass es der Fall sein wird, aber das erscheint ja glaube ich im Juni, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und da mir Love to Share ja sehr, sehr, sehr gefallen hat, ich bin ja nicht der Typ für so Liebesgeschichten eigentlich, aber das war eine echt süße Herzensgeschichte, deswegen ja, bin ich sehr auf den Folgeband von, also ist ja kein Folgeband, einfach von dem neuesten Buch der Autorin gespannt. So, zweitens, Frühjahrsmüdigkeit. Welches Buch fandest du zu langatmig, hat dich ermüdet? Da gab es auch ein paar, die ich nennen wollte. Eins, das ich nennen wollte, nenne ich gleich nochmal, da komme ich also später mal drauf zurück. Welches Buch ich aber doch sehr langatmig fand, ist Die Flucht, Cassia und Kai von Ellie Condy. Das ist ja so eine Dilogie, Trilogie, Dystopie, so, das Genre ist eine Dystopie. Und ich fand den zweiten Band, das war einfach ein typischer zweiter Band, der einfach nur zäh und lahm ist. Ich kann euch gerne hierzu mal alle drei Buchbesprechungen unten verlinken, die ich schon gedreht habe. Ich weiß, da sind die Meinungen auch sehr unterschiedlich. Zu meiner Buchbesprechung zu Band 2 habe ich so einige gegenteilige Kommentare auch gelesen, aber auch viele Stimmen gehört, die mir dazu stimmen. Hier geht es, wie gesagt, um irgendwie eine Gesellschaft. Also wir sind ja in der Dystopie, da ist eine neue Welt, eine Gesellschaft und jeder hat irgendwie seinen Platz und alles ist vorbestimmt und dann gibt es halt Leute, die da ausbrechen. Ja, ne, sagt eigentlich schon alles. Ist so typisch Dystopie. Aber ich fand es halt ein bisschen langweilig im zweiten Band, sehr, sehr langatmig und deswegen ja, passt das super zu Punkt 2. So, der dritte Punkt, die Blumen blühen. Zeige ein Buch, dessen Cover sehr bunt ist. Und das fand ich gar nicht mal so einfach, weil ich sehr viele Cover habe, die wirklich einfach einfarbig gehalten sind oder vielleicht aus zwei, drei weiteren Farben bestehen. Aber ich habe mir jetzt mal Liebe ist was für Idioten wie mich von Sabine Schoder ausgesucht, weil ich einfach finde, auf dem Cover sind sehr, sehr viele verschiedene Farben und nicht nur Farben einer Farbfamilie, wie das bei den anderen ist. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, worum es geht, außer dass wir hier wohl Vickys Leben haben, das eine Vollkatastrophe ist. Die raucht wohl mal ein paar Tüten zu viel und es kann auch mal passieren, dass sie nach einem Konzert mit dem Sänger der Band im Bett landet, obwohl sie den überhaupt nicht ausstehen kann. Ja. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Booktube-Kolleginnen dieses Buch total toll fanden. Und dass ich mir das deswegen auch mal besorgt habe. Aber man kennt es, es landet dann einfach im Regal und es kommt nicht mehr raus. Und das habe ich mir halt mal als Mängelexemplar besorgt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das echt nicht gelesen habe. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so Bücher aus dem Regal holt, wie jetzt ich zu dieser Aufgabe? Da hat man plötzlich wieder richtig Bock, dieses Buch zu lesen. Also wer weiß, vielleicht sollte ich das nicht ganz so weit wegpacken und es mir dann bald mal durchlesen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr schon Liebe ist, was für Idioten wie mich gelesen habt. Da gibt es ja auch einen zweiten Teil, wo einige sagen, den muss man nicht lesen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ist das einfach nur aus einer anderen Sicht? Ich habe da gerade gar keine Ahnung. Aber wie gesagt, lasst mich mal eure Meinung gerne zu dem Buch da. Lasst mich eure Meinung wissen. So tolles Deutsch. Weil das ist auch schon ein bisschen länger auf meinem Sub, wenn ich ehrlich bin.
Viertens, Frühjahrsputz. Welches Buch, welche Bücher möchtest du aussortieren? Und Leute, das ist echt heftig. Ich habe jetzt in diesem Jahr schon so viele Bücher gelesen, die ich vorhabe, auch wirklich auszusortieren. Das gibt es echt nicht häufig. Ich bin echt so ein Hoarder, ganz ehrlich. Ich möchte Bücher in meinem Regal haben. Ich möchte sie euch ständig wieder zeigen können für irgendwelche Videos. Aber dann wiederum habe ich momentan so viele Bücher gelesen, die ich entweder schlecht oder mittelmäßig fand, sodass ich mir denke, nee, ich möchte mir neue Bücher kaufen, dafür brauche ich Platz im Regal und dann brauche ich kein Buch, was ich wahrscheinlich nie wieder anrühre. Ich glaube, ein Buch, was ich euch jetzt schon ein paar Mal in die Kamera gehalten habe, ist Hera, die Rückkehr der Götter, wo ja alle Götter zurück auf die Erde kommen, bis auf die Großen, worauf die meisten Leute halt warten. Und wir haben einen Interpol-Agenten, der ein paar Mordfälle hier löst und er ist Atheist in einer Welt voller Götter. Ich kam ja in das Buch überhaupt nicht rein, ich habe es auch abgebrochen, mein erstes abgebrochenes Buch, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Aber was ich zum Beispiel auch aussortieren möchte, ist die Kurzgeschichtensammlung Auf den ersten Blick, jede große Liebe hat ihre Geschichte. Buchbesprechung dazu verlinke ich euch auch mal unten. Das ist einfach wirklich ein super, super hübsches Buch mit pinkem Buchschnitt. Und ja, hier waren auch ultra süße Geschichten drin, weil das sind ja wirklich Kurzgeschichten von auch bekannten Autoren, zum Beispiel von Gail Forman, Jenny Hahn, David Levithan, ne, und so Holly Black zum Beispiel. Also das sind wirklich süße Weihnachts-, Winter-, Neujahrs-Kurzgeschichten. Aber die meisten davon fand ich dann doch eher ein bisschen zäh oder... Ja, es ist halt kein Buch, wonach ich nochmal greifen würde. Deswegen wird das wahrscheinlich aussortiert. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr ja, dass ich meistens die Unhauls, also den großen Unhaul am Ende des Jahres meistens mache. War ja nur jetzt im letzten Jahr mal ein bisschen anders, weil ich halt umgezogen bin und sich das halt ergeben hat, vorher schon alles auszumisten. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube, wenn das so weitergeht mit meinem, ja, mit meinen Büchern hier, dass es am Ende des Jahres so einiges gibt, was diese Wohnung hier verlassen wird. So, fünftens, Frühlingsgefühle. Für welche Protagonistin, welchen Protagonisten bist du während des Lesens selbst ins Schwärmen geraten? Und das ist so eine Frage, die mir immer sehr, sehr schwer fällt, weil ich kein Mensch bin, der sich sofort in andere Buchcharaktere verknallt, wenn ich überlege, wie viele andere auf Bookstagram, denen ich folge, gefühlt 1000 Book-Boyfriends haben, bin ich irgendwie raus, wirklich. Es gibt einen Charakter, den ich sehr cool fand in der Grisha-Trilogie, beziehungsweise hier King of Scars, da geht es ja um Nikolai. Und Nikolai fand ich echt sehr cool. Aber wenn es so einen Typen gibt, wo ich sage, yo, den hätte ich auch gerne so im echten Leben an meiner Seite, dann wäre das wahrscheinlich Kate aus Faking It, alles nur ein Spiel von Cora Carmack. Hier geht es ja um Max und Max ist halt so... Ja, so ein bisschen rebellisch, bunte Haare, nicht unbedingt das süße, liebe Mädchen, was ihre Eltern sich wünschen, denn die sind sehr konservativ. Und zudem hat sie einen Freund, der noch unkonservativer aussieht und ist als sie, denn er spielt ja auch noch in einer Band und alles Mögliche. Und das ist nicht unbedingt der Freund, den sich die Eltern für sie wünschen. Und sie trifft halt auf Kate. Kate ist ja Schauspieler. Und ja, dann kommt sie auf die tolle Idee, dann spiel du doch mal meinen Freund für meine Eltern. Und natürlich ist es klar, dass die beiden sich da auch ein bisschen näher kommen. Das ist ja auch eine Trilogie, wo aber in jedem Buch ein anderer Hauptcharakter ist. Also wir haben ja Losing It ist ja der erste Band und da kommt Kate ja auch schon mal drin vor. Und ich fand ihn wirklich so lieb, so nett, so süß. Also ja, da bin ich tatsächlich doch ein bisschen ins Schwärmen gekommen. Sechstens, es riecht nach Frühling. Welches Buch konntest du nicht mehr aus der Hand legen? Hast du eingeatmet? Da gibt es auch tatsächlich ein paar. Ich habe zum Beispiel auch den ersten Band von Selection damals total verschlungen. Ich glaube, in 2 Tagen war ich da durch. Und das Gleiche war auch bei Catching Beauty, der erste Band von J.S. Wanda. Das Buch habe ich an 2 Tagen durchgelesen. Hätte ich es nicht erst so spät an diesem Tag damals gelesen, hätte ich es wahrscheinlich auch an einem Tag durchgesuchtet. Das ist mir tatsächlich vorher schon länger nicht mehr passiert. Ich lese sehr gerne und oft habe ich auch Bücher halt in letzter Zeit gelesen, wo ich so kapitelweise mich ein bisschen voranarbeite, wo ich dann auch irgendwann finde, ja, jetzt wird es auch spannend, aber es ist doch ein bisschen, ja, es ist nicht so dieses Wegsuchten, wie es halt bei Catching Beauty war. Hier geht es ja um Amber, die beruflich in Mexiko unterwegs ist und da dann von einem Menschenhändlerring entführt wird,
sie soll halt verkauft werden und landet dann später in den Armen von einer Männerrunde, wo man nicht genau weiß, ob das jetzt die Retter sind oder ob die genauso schlimm sind wie die Leute, die sie entführt haben. Und irgendwie findet sie aber diesen Leader von dieser Gruppe total anziehend. Das ist halt ein heftiger Dark-Romance-Roman. Also hier wird nicht, hier wird Amber nicht mit Samthandschuhen angefasst, sagen wir es mal so. Aber ich habe den ersten Band total gemocht, weil ich mit, also Dark Romance habe ich noch nicht so viel von gelesen. Und den ersten Band, den ersten Dark Romance Roman, den ich damals hatte, da war ich ja eher ein bisschen enttäuscht davon. Deswegen war das umso besser, weil ich mochte einfach diesen Aspekt, diese Kriminalitätsgeschichten hier. Aber eben auch, wenn es richtig zur Sache ging, war ich auch total dabei. Deswegen, ja, Catching Beauty Band 1 habe ich definitiv total weggesuchtet. So, siebtens, ohne Bienen, ohne mich. Zeige ein Buch, auf das du nicht verzichten kannst. Und das war auch ein bisschen schwierig. Ich wollte eigentlich erst die Edelstein-Trilogie zeigen, weil das so die Trilogie ist, die ich als erstes so richtig verschlungen habe, wo ich mich richtig daran erinnern kann, dass ich da wirklich ein Buch beendet habe und sofort das nächste kaufen musste früher. Aber ich habe mir jetzt ein Buch ausgesucht, worauf ich auch auf keinen Fall verzichten möchte. Und das soll auch jetzt nicht irgendwie prahlerisch rüberkommen oder so, aber vielleicht habt ihr Verständnis dafür, dass ich dieses Buch zeige. Es geht nämlich um Grisha. Also erstmal Grisha generell. Egal ob die Hardcover oder die Taschenbücher, die ich ja auch hier im Hintergrund habe, ich liebe einfach die Grisha-Geschichte. Also das sind Bücher, die würde ich niemals hergeben, ohne die könnte ich gar nicht. Vor allem, weil das der Einstieg für mich war in das ganze Grisha-Verse, wo ich Libadugo lieben gelernt habe und worauf alles andere ja aufbaut. Wirklich eine Geschichte, die ich mega toll finde. Und ja, das ist der dritte Band in der ersten Auflage, nicht die, die nachher vom Carlsen Verlag nochmal nachgemacht worden sind. Und ich habe da wirklich mega, mega Schwein gehabt, weil ich habe damals den ersten Band bei Avell als Mail-Exemplar gekauft. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Grisha hat mir gar nichts gesagt. Und ich fand das Buch so spannend, dass ich sofort wusste, ich muss mir Band 2 und Band 3 auch direkt kaufen. Und wirklich kurz nachdem ich das ja gekauft habe, kam ja raus, dass es dieses Buch nicht mehr neu gibt, dass man das nicht mehr neu kaufen kann. Und irgendwann kam dann dieser große Grisha Libadugo-Hype auf allen Plattformen und die Leute wollten Grisha lesen. Und das wurde ja dann vom Carlsen Verlag auch nochmal als Taschenbuch aufgelegt, aber nur Band 1 und 2 und Band 3 hat man damals nirgendwo mehr bekommen. Und ich habe wirklich Riesenglück gehabt, weil ich habe auch teilweise, als ich das gelesen habe, da ja auch auf Bookstagram Bilder mitgemacht. Und mich haben Leute angeschrieben, dass sie dieses Buch von mir kaufen wollen. Und dann haben die teilweise auch Beträge angeboten, wo andere wahrscheinlich denken, Anna, warum hast du es nicht gemacht? Ja, einfach weil mein Herz an dieser Reihe hängt. Ich weiß, also wie gesagt, als ja die Nachfrage nach Band 3 auf einmal so riesig wurde, weil die Leute die Geschichte weiterlesen wollten, hat der Carlsen Verlag ja nochmal eine kleine Auflage von der Hardcover-Version gemacht. Aber ich glaube, dass das irgendwie ein bisschen anders aussieht. Ich weiß gar nicht, ob dieser Vogel da oben drauf ist. Also ich weiß, glaube ich, dass der irgendwie ein bisschen abweicht. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein Schatz, mein heiliger Gral und möchte ich wirklich nicht missen. Und falls ihr immer noch nicht wisst, worum es in Grisha geht. Grisha sind so Leute, die ein paar magische Fähigkeiten haben. Die sind nochmal aufgeteilt. Es gibt Leute, die können Sachen herstellen. Es gibt Leute, die können mit Wasser und Wind umgehen, alles Mögliche. Und wir haben halt hier Alina, und Alina ist eine Grisha, nur sie weiß es halt von Anfang an nicht. Normalerweise wird man sofort getestet und kommt dann irgendwo hin, wo man seine Kräfte beherrschen lernt. Nur bei Alina ist das irgendwie untergegangen. Und sie und ihr bester Freund Malien, die landen dann halt irgendwie dann doch an diesem Hof. Denn Alina hat auch noch eine ganz besondere Gabe. Und welche das ist, müsst ihr auf jeden Fall lesen. Ich fand aber, wie gesagt, damals das total toll. Man merkt zwar, dass das so die erste Geschichte ist, die wirkt noch ein bisschen jünger und ein bisschen naiver. Nicht ganz so komplex, finde ich, wie die Krähen-Dialogie zum Beispiel danach oder was sonst von Libadugo rauskam. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem super, super toll. Und ich empfehle wirklich allen, wenn ihr die Krähen lesen wollt, wenn ihr King of Scars lesen wollt, fangt wirklich mit Grisha an. Mittlerweile gibt es die aus dem Knorr Verlag auch als Taschenbuchausgabe. Ich werde die Ausgaben auch auf jeden Fall noch irgendwann mal lesen. Wie gesagt, so als Grundlage und zum Einstieg ist das schon ganz gut. Achtens, Vogelgezwitscher. Welches Buch, über das jeder spricht und das sehr gehypt wird oder wurde, gefällt dir überhaupt nicht?
Und das ist relativ easy. Na, eigentlich gibt es sogar zwei, fallen mir gerade ein. Also das Buch, woran ich gedacht habe, was ich auch eigentlich in die Kategorie reinpacken wollte, was sehr langatmig und zäh war, ist die Farben des Bluts Trilogie. Ne, es sind ja mittlerweile mehr, ne? Es gibt mehr Bände. Ich habe nur bis Band 2 gelesen, hat mir schon gereicht. Also, wie heißt denn das jetzt? Die Rote Königin, genau. Die Rote Königin Band 1 fand ich noch toll. Gläsernes Schwert fand ich so zäh und so langatmig, dass ich es ich habe es beendet, aber ich habe dann für mich gesagt, ich möchte diese Reihe einfach nicht weiterlesen, weil die Bücher immer fetter, immer teurer werden und ich habe es einfach nicht eingesehen. Und da spalten sich auch wirklich die Meinungen. Ich kenne Leute, die lieben diese Reihe. Grüße an dich, Lea. Und es gibt Leute, die finden die genauso schrecklich wie ich. Also es wurde sehr gehypt, aber ich glaube, viele können auch nachvollziehen, warum ich es nicht mochte. Bei der Farben des Blutes Reihe, oh Gott, ich fasse mich gerade total, geht es auf jeden Fall um Leute, die rotes Blut haben und die silbernes Blut haben. Die silbernes Blut haben, haben auch wieder magische Fähigkeiten und die eben mit rotem Blut nicht. Und wir haben unsere Hauptperson, hieß die Mare, ich weiß es gar nicht mehr, die hat rotes Blut, aber als sie ihr Leben verteidigen wollte, kriegt die plötzlich einen Anfall von Magie in ihrem Körper, was natürlich überhaupt nicht sein kann. Und davon kriegen einige Wind und ja, Riesentheater, bum bum. Wie gesagt, den ersten Band mochte ich eigentlich noch, den zweiten, da war ich raus und ich habe es einfach sein lassen. Welches Buch mir jetzt auch noch spontan einfällt bei dieser Aufgabe, ist tatsächlich Plötzlich Fee. Ich glaube, viele Leute lieben Plötzlich Fee, die ganze Reihe. Für mich war sie allerdings überhaupt nichts. Ich habe das ja damals in der Leserunde mit zwei netten Mädels noch von Bookstagram gelesen. Und die fanden das genauso schrecklich wie ich. Aber wenn ihr mal unter meine Buchbesprechung zu Plötzlich Fee guckt, gibt es total viele Leute, die sagen, dass sie das Buch lieben, dass es denen gefallen hat, dass ich zu alt war, alt bin für dieses Buch und was weiß ich nicht so. Aber wie gesagt, Meinungen sind nun mal verschieden und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich 15, 14, was weiß ich gewesen wäre, dass mir Plötzlich Fee total gut gefallen hätte, aber hat es nun mal nicht. Wie der Name sagt, Plötzlich Fee, wir haben eine Person, die in eine Feenwelt plötzlich reingerät und ich habe ehrlich gesagt schon wieder vieles vergessen, ich weiß nur, dass es sehr naiv und wieder so dreiecksbeziehungsmäßig war und hups, ich stolper über eine Teppichkante direkt in die Arme von dem Bösen, der mich ja eigentlich töten will und huch, also mir war das einfach alles zu lapidar, ich hatte keine Lust darauf. Deswegen, ja, fällt mir das auch gerade noch spontan ein. Aber wie gesagt, wenn ihr Plötzlich Fee liebt, ich bin einverstanden damit. Also seid einverstanden damit, dass ich es nicht so gut fand. Ne? Ja, war nicht meine Reihe. So, weiter geht es mit 9. Die Tage werden wieder länger. Zeige das Buch mit den meisten Seiten. Und ich bin echt umgefallen, als ich das wieder aus dem Bücherregal rausgekramt habe. Es ist bei mir tatsächlich Krieg und Frieden von Leo Tolstoi. Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht Outlander, aber nein, der Tolstoi hier, der haut mit über 1500 Seiten, 1531 Seiten, haut der ganz schön Gewicht in mein Bücherregal, wirklich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es geholt habe. Das war so ein, ich bin gerade auf dem Tolstoi-Trip, ich habe Anna Karenina gesehen, ich möchte auch ein paar Bücher von ihm lesen, ein bisschen Klassiker mal wieder aufholen. Und dann habe ich das mal als Mängelexemplar ganz günstig bei Avell mitgenommen, aber Alter, ist das fett! Und die Seiten sind so klein und eng beschrieben und es ist so dünn wie Bibelpapier. Ja, irgendwie das ja wohl, sind wir wohl im russisch-napoleonischen Krieg. Ja. Ja, irgendwas über Familien, deren Schicksale, die miteinander verworben sind. Ja. Ich weiß halt, dass Tolstoi echt auch einer der wichtigen seiner Zeit war und deswegen möchte ich das eigentlich mal lesen, aber ich weiß nicht, ob ich jemals dazu greifen werde. Vielleicht irgendwann, wenn ich richtig, 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 richtig Bock drauf habe. Aber ansonsten ist das tatsächlich das Buch mit den meisten Seiten in meinem Regal. So, und zum Schluss 10. Heuschnupfen. Nenne ein Buch, das dir Tränen in die Augen getrieben hat, weil es entweder so lustig oder so traurig war. Und ihr wisst vielleicht, dass ich nicht so der Freund bin von verdammt traurigen Büchern. Ich habe immer noch Das Schicksal ist ein mieser Verräter hier unten in meinem Regal, weil ich einfach Angst habe, dass ich es so super traurig finde. Ich habe auch noch so Filme wie Beim Leben meiner Schwester zum Beispiel immer noch nicht geguckt, weil ich einfach Angst habe, weil ich ja weiß, worum es geht.
Ich habe bestimmt auch schon mal bei dem einen oder anderen Buch vielleicht fast ein Tränchen verdrückt, weil ein Tier da drin gestorben ist. Das sind die Gründe, weswegen ich hart heftig weine. Aber ein Buch, was ich trotzdem sehr, sehr traurig fand tatsächlich, war Der Himmel kann warten von Sophie Kramer. Wir haben hier Lilly und Lilly würde alles dafür tun, noch einmal das Meer zu sehen oder Cello zu spielen, Küsse zu bekommen und dabei Schmetterlinge im Bauch zu haben. Sie will jeden Moment genießen, denn sie weiß eben, wie kurz das Leben sein kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite Len. Ja, und Len hat alles aufgegeben. Seine Musik, seine Freunde, vor allem halt sich selbst. Der hat wirklich alles verloren, beziehungsweise aufgegeben. Denn er hat auch einen schweren Schicksalsschlag erlitten, weswegen er so gar nicht mehr an sich glaubt und jeder Tag eigentlich für ihn eine Qual ist. Und die beiden treffen tatsächlich aufeinander, wegen eines Zufalls. Beziehungsweise weil die beide gesagt haben, dass die jetzt ein kleines Abenteuer wagen wollen. Und das Buch war einfach so süß, weil die beiden hier wirklich ein Abenteuer nach dem anderen erleben. Und das Ende war einfach todtraurig. Ich habe mir schon gedacht, was passiert und wie es ausgehen wird. Aber es ist ja im Endeffekt auch gar nicht so traurig, weil so viele schöne Sachen noch passiert sind in dem Buch und die mich auch sehr gefreut haben dann für die Protagonisten. Aber es hat halt schon trotzdem ein trauriges Thema. Ja, ich glaube, es ist so das Buch, woran ich mich am meisten erinnere, dass es mich sehr traurig gemacht hat. Ja, mit mehr kann ich leider erstmal nicht dienen. Ja, das war jetzt auch der Ab in den Frühling-Tag. Ich habe echt riesen Tag-Zeit in letzter Zeit. Ich weiß, dass ich einen Tag auch noch auf der hohen Kante habe, den ich drehen wollte, weil eine Zuschauerin sich den gewünscht hat. Ich muss mal gucken, wann ich den drehe, weil ich auch noch andere Videosachen habe, die ich machen wollte. Und ich zwischendurch halt immer wieder mal getaggt werde, was jetzt nichts Negatives ist. Aber es sind auf jeden Fall noch einige Sachen im Petto. Bleibt da auf jeden Fall mal gespannt. Ja, deswegen danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr genießt den Frühling und seid keine der armen Leute, die hier Heuschnupfen und solche Sachen haben. Weil dann ist der Frühling, glaube ich, immer eher eine Qual anstatt was Schönes. Ja, aber mir hat es auf jeden Fall gefallen, diesen Tag zu drehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir dabei zuzuschauen, wie ich die Fragen beantworte. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao!